Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ja, wir sind wieder bei dem Game Boy Color, bei dem großartigen Adventskalender. Das ist Türchen Nummer 16. Und das ist Extreme Ghostbusters! So, wir spielen das in Deutsch. Ihr seht, das ist diese Cartoon-Serie, wo ich überhaupt nicht mehr mitreden kann. Ich habe die zwar gesehen, dass die irgendwie noch existierte, aber... genau, Busting makes me feel good. Ja, das war noch nicht mehr ganz meine Zeit. Wie gesagt, guckt euch den Ghostbusters, ich sag extra Ghostbusters Afterlife an. Legacy funktioniert zwar auch der deutsche Titel, aber Afterlife macht viel, viel Sinn, vor allem wenn man den Abspann sieht. Guter Film. So. Machen wir nochmal neue Optionen. Ja, spannend. Da machen wir noch ein neues Spiel. Ein Reparatierphantom belästigt die Kunden eines Lokals beim Abendessen. Wir glauben, dass es sich auf das Dach des Lokals zurück gezogen hat. Fangen Sie diesen Geist der Klasse 6. Machen wir. Okay. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. So durchsichtig es ist. Ach, die haben eine Liste aller Ghostbusters-Spiele gemacht? Okay. Es spielt sich schon jetzt ein bisschen seltsam. Gut, die ganze Serie war seltsam. Okay. Ich frage mich gerade, was mache ich denn hier? Ich ist einfach nur laufen. Super. Warum ist er nicht eigentlich mit seiner Karre dahin gefahren, wo der Geist ist? Macht das Sinn, dass wir durch die ganze Gegend fahren? Was ist das denn jetzt für ein Gag? Hä? Wo muss ich denn hin? Genau, who you gonna call? Ja, den nicht. Aber wir können den Spaß auch mal machen. Dass wir uns mal über die Ghostbusters Games kümmern. Ja. Was soll das? Ach, da muss ich hin. Ah! Soll das eine Geisterfalle sein? Das ist das schlechteste Ghostbusters-Spiel? Ja, da haben wir noch. Haben wir noch ein würdiges Finale heute bei der Aufnahmesession. Es spielt sich auch nicht gut. Der Treffer-Sound ist super, ne? Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Ghostbusters 2 fürs Atari tatsächlich mein eigen nenne? Boah, gewonnen!
Okay, wo muss ich denn hin? Ich mach mal einfach ein bisschen auf Spider-Man, ne? Spider-Man, Spider-Man. Sind ja schließlich alle in New York, also. Spider-Man, Spider-Man. Ja, ist ein Top-Titel. Genau, ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals in Paderborn. War noch niemals in Dienstlaken. Ja, die sahen alle aus, ganz, wenn du die Extreme Ghostbusters Cartoon Reihe nicht kennst, die sahen alle aus, als hätten sie einen Schlag in die Fresse. Sprich, man würde vielleicht sagen, eine Emo-Punk-Band, die sagt, oh, weißt du was, Platten verkaufe ich nicht mehr, weißt du, was ich mache, ich jage jetzt Geister. So musst du dir ungefähr die Serie vorstellen, also völlig realistisch. Wenn, ich kann gehen? Hä? What? Also ich kenne die auch noch, aber ich hab viel zu wenig davon gesehen. Also von den Real Ghostbusters habe ich deutlich mehr gesehen. Die Ghostbusters Serie kenne ich auch noch von Funimation, ja. Das weiß ich noch. Mit dem legendären Affen, ja. Ja, ist super, das Game. Also, ist toll. Ach, da war noch ein Geist. Ja, Moment. So. War das richtig? Haben wir jetzt alle abgeräumt? Tracy der Affe, danke. Auf den Süßkies Verlass. Die Serie, muss man sich vorstellen, so scheiße war die Serie ja gar nicht, aber hatte halt nichts mit den Ghostbusters zu tun, die wir gesucht haben. Das muss ich auch noch einsammeln. Ah, so. Muss man mir das doch sagen. Das geht hier definitiv auf den Geist. Ich? Ne? Auch nicht? Spitze. Ist geil. Also ich muss schon sagen. Geister? Ach, vermutlich. Ah, da, okay. Okay, da haben wir so einen Move. Ah, das ist Hammer. Hammer. Hammer Time. Whee! Also ich muss schon sagen, die haben gesagt, das ist das schlechteste Ghostbusters-Spiel? Boah, liegen nicht so ganz so falsch, ne? Was muss ich denn noch machen? Komm, ich rufe die Ghostbusters.
So, war das richtig? Nu? Geister sind im Lockdown. Ja. Ach so? Ach. Das meinst du? Okay. Verstanden. Ja, wenn wir bei Ghostbusters was gelernt haben, es kommt auf den Strahl an. Was mache ich denn hier mit? Soll ich da irgendwas machen? Oh, geil! Das ist doch Spider-Man! Sind doch jetzt alle besiegt, oder nicht? Ich würde jetzt sagen, wir haben gewonnen, oder? Ist hier noch irgendwas? So, alle weg. Hab ich doch alle platt gemacht. Aha. Spitze. Also. Fliegt da noch hoch? Hoch. Vielleicht von da aus springen. Ihr merkt, ich beiß mich da jetzt fest. Wenn ich da durch muss, müsst ihr da auch durch. So. Tatsächlich. Bin ich gut? Ja, bin ich. Ich hab ihn. Da. Jetzt komm her. Kürbismann. Bah. Boah, geil. Level geschafft. Im Keller des Museums findet eine massenhafte Fledermaus-Invasion statt. Diese extrem unfreundlichen Geisterkreaturen sind schwer zu vernichten, sagt der Egon, und nicht so einfach zu fangen. Die Stadt von diesen tödlichen Vampirgeistern befreien. Boah. Ja, jetzt wird's auch ein Gameplay. Jetzt wird so ein Top-Titel. Oder auch nicht. Ah, super.
He slimed me. Na komm, gib auf. Boah. Steuerung wird immer besser. Genau, es ist eigentlich ein verkanntes Juwel, dieses Spiel. Wie, ich habe gewonnen? Moment. Ich sehe schon, ich werde ein Pro in diesem Game. Okay, man kann auf den Treppen nichts machen, es ist Castlevania. Boah. Alter, steuert sich das geil. Mal komm her. Das sind die gelben Seiten. Ich bin tatsächlich gestorben. Okay, gut, reicht. Extreme Ghostbusters. Ja. Die gelben Reklamhefte, genau. Oh Gott. Ich sehe schon. Der Herr Rettungblatt motiviert mich. Gut. Dann ist es official. Wir gucken uns die Dinger mal an. Als Serie. Freuen wir uns da mal. Ja, das war Extreme Ghostbusters für den Game Boy Color. Falls es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare und lügt. Kommen wir zum nächsten Türchen. Bis dann. Ciao.